Google hat es geschafft, die meines Erachtens beste Android-Smartwatch noch besser zu machen. Das ist die Pixel Watch 2. Warum es für mich die beste Android-Smartwatch ist, in diesem Video, was ich gut finde, was ich schlecht finde, natürlich auch. Ich tue mich ja schon fast ein bisschen schwer, jetzt die Uhr hier etwas näher vorzustellen, also sprich vom Design und so, weil irgendwie ist das ein Déjà-vu, da hat sich nicht wirklich was geändert. Und das finde ich auch ein bisschen schade. Das Display ist so klein bzw. so groß geblieben, wie es war. 1,2 Zoll AMOLED-Display. Zum AMOLED-Display, denke ich, muss man nicht viel sagen. Das sind Schwarzwerte, die sind grandios. Nur damit ihr das mal wisst, also schwarz ist wirklich schwarz. Es gibt hier kein Flackern, keine Probleme, wenn wir uns draußen bewegen, weil wir 1000 Nits Helligkeit haben. Also diese Uhr ist rundum vom Display her, gibt es nichts zu meckern. Rundum ist auch dieses Display, weil wie ihr hier seht, ist die ganze, ja, das Display eine Art Kanzel, ist so abgerundet. Aber ich denke, ihr kennt das schon, habt ihr ja schon gesehen. Finde ich designtechnisch wirklich hübsch. Auch von der Seite macht die Uhr einen wirklich sehr, sehr guten Eindruck. Ebenfalls sehr guten Eindruck macht die Krone. Warum? Puh, schwer zu erklären. Bei vielen anderen Systemen, hier zum Beispiel die Samsung Galaxy Watch 6 Classic, hier habe ich eine Lünette, die ich drehe. Die ist bei mir zum Beispiel auch leicht locker, die klappert auch. Kann man drüber denken, was man will. Lange Rede, jetzt kurzer Sinn. Bei der Galaxy Watch hat man einen mechanischen Widerstand, so ein Klackern. Und das gibt es bei der Pixel Watch nicht. Das macht der Vibrationsmotor. Und der ist hier wirklich so gut, dass man das der Uhr quasi abkauft. Das heißt, wenn ich diese Krone dreht, genau, dann merke ich das auch. Also ihr müsst euch das vorstellen, es ist nicht ein Vibrationsarm wie beim Smartphone, der wüt macht, sondern ich habe ein richtiges Klopfen. Also ich habe ein richtiges Gefühl, dass ich hier tatsächlich dieses Rad drehe und die Punkte Stück für Stück, klock, 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 durchgehe. Das ist richtig gut umgesetzt. Nächster Punkt, der auch für meines Erachtens sehr wichtig ist oder für gute Smartwatches spricht, ist der Vibrationsmotor in dem Sinne, dass er nicht laut ist. Ich habe schon viele Smartwatches hier auf meinem Kanal vorgestellt. Und manchmal ist es leider echt nervig. Aus der Praxis, für die Praxis, ihr bekommt eine Nachricht und 3 Meter weiter der Kollege am anderen Schreibtisch kriegt das mit, dass ihr, obwohl ihr die Uhr auf lautlos habt, eine Nachricht bekommen habt. Und das, finde ich, ist in der heutigen Zeit einfach nicht mehr nötig, wenn man so eine Pixelwatch schon mal gesehen hat. Also der Vibrationsalarm ist wirklich Zucker, er ist spürbar und auch lautlos. Die Uhr kann also klopfen und nicht nur vibrieren. Das nur mal aus der Praxis für die Praxis. Und wir werden in diesem Video noch öfter die Praxis ansprechen, damit ihr auch mal ungefähr ein Gefühl dafür kriegt, warum ich diese Uhr so gut finde. Natürlich haben einen guten Vibrationsmotor auch andere Uhren. Ja, das stimmt, R2D2, wie zum Beispiel auch hier, ne, die Galaxy Watch. Aber bei der Pixel Watch, da kommt die Samsung definitiv vom Vibrationsmotor, von der Haptik, von dem Feeling definitiv nicht ran. Woran kommt die Uhr zum Beispiel, oder was habe ich nur bei der Pixel Watch? So klingt es, glaube ich, besser. Das ist das Always-On-Display. Ha, jetzt werden viele sagen, hey, haben andere Uhren natürlich auch. Hier die Besonderheit, wenn die Uhr fett ist, die Uhrzeit. Jetzt ist sie nicht mehr fett, jetzt ist die Uhr quasi im Standby. Bei vielen anderen Systemen muss ich jetzt den Arm kippen, dann geht die Uhr an und ich kann sie bedienen. Hier nicht. Ich klicke jetzt, obwohl sie im Standby ist, auf die Temperatur und ihr seht, ich habe hier sofort die Temperatur angezeigt. Ich muss nicht erst die Krone drücken, ich muss nicht erst eine Taste drücken, ich muss nicht die Uhr kippen. Und das ist auch eine Besonderheit bei der Pixel Watch 2, dass dieses Display quasi immer on ist. Obwohl der Akku wesentlich länger hält als zum Beispiel die Vorgängerversion. Also der Stromverbrauch wurde da irgendwie so hinbekommen, dass das Display immer an ist, also leuchttechnisch und touchtechnisch immer für mich da ist, wenn ich sie brauche, wenn ich da drauf tippe. Im Umkehrschluss, in der Praxis, für die Praxis ist es natürlich viel schneller, wenn ich einfach mal auf der Uhr rumtippe und sie sofort da ist. Das bemängelte ich auch schon immer bei der Galaxy Watch, dass das manchmal einfach ziemlich lange dauert, bis da irgendwas passiert. Und das ist der nächste Punkt, neben dem Vibrationsalarm, dass dieses ganze weiche Betriebssystem sofort immer da ist. Da brauchen wir gar nicht reden, es gibt keine Ausnahme eigentlich. Das System ist immer schnell und immer da, wirklich gut. Und das ist ein wichtiger Punkt, wie ich finde, die Bedienung der Uhr, wenn die sehr gut ist, sehr schnell ist und vernünftig funktioniert. Und das Display ist wirklich sehr, sehr gut. Der nächste Punkt hat auch so ein bisschen mit Display zu tun. Das ist der Fakt, wir haben ja jetzt gerade, Fokus, hier die Temperatur stehen. Das heißt, wenn ich hier in einer Stunde einen Termin hätte, da würde da 60 Minuten stehen, beziehungsweise ne, in einer Stunde, dann zählt die Uhr rückwärts.
Und nach dieser Stunde würde der Termin verschwinden. Das nennt Google die, die Assistenz-Live-Anzeige. Das heißt, wenn der Termin weg ist, wenn er vorbei ist, dann ist hier wieder mein Wetter zu sehen. Also immer, wenn was Aktuelles ist, wenn ich eine Aufgabe habe, wenn ich einen Termin habe und Co., finde ich das direkt auf demselben Icon. Ich habe also nicht mehrere, sondern ich habe ein Icon quasi für alles. Ist für mich im Alltag zum Beispiel richtig gut. Wie gesagt, ich knall hier nicht die Uhr mit irgendwelchen Icons voll. Ich habe ein Icon und das zeigt mir halt an, was gerade Fakt oder beziehungsweise wichtig ist. Bietet noch meines Wissens keine andere Smartwatch. Wenn ich falsch liege, ich habe jetzt ein paar Wochen natürlich die Samsung Watch nicht benutzt, aber ich denke, nee, das hat das System sicherlich noch nicht bei Samsung. Die Uhr gibt es in drei verschiedenen Modellen. Das ist einmal, lass mich kurz gucken, Silver, so wie ich sie habe, Black und Champagner Gold. Nee, das ist nichts für mich. Ich hatte sonst immer die Pixel Watch auch in komplett schwarz und habe jetzt endlich mal, oder habe ich mal getraut, und da habe ich hier die silberne Variante einmal gewählt. Finde ich gut. Was jetzt nicht so gut ist auf dem Papier, sage ich bewusst so, das ist, dass das Material, das Uhrenmaterial, also nicht das Display logisch, nicht mehr aus Edelmetall ist, sondern jetzt ist das Aluminium. Aluminium ist natürlich weicher als andere Materialien, wie Stahl zum Beispiel. Daher ist die Uhr leichter, ja, aber natürlich ist dieses Material, wie gesagt, empfindlicher und würde wahrscheinlich schneller Kratzer und Co. bekommen. Ich muss natürlich, um objektiv zu sein, sagen, dass ich eigentlich noch keine Uhr jemals kaputt gemacht habe. Ich bin auch unterbewusst immer sehr vorsichtig. Ich hau also so gut wie nie mit der Uhr irgendwo gegen. Das ist ja die Routine im Laufe der Jahre. Will sagen, ich bin natürlich ein Drehstuhl-Akrobat, ein Mausschubser. Ich arbeite nicht auf dem Bau oder so. Also ich kann da objektiv nicht viel zu sagen, wie stabil jetzt dieses Metall ist. Ob das jetzt stabiler ist als bei der Vorgänger, beziehungsweise nicht so stabil, das kann ich dir leider nicht sagen und nicht mit auf den Weg geben. Die Uhr hat bei mir keinen einzigen Kratzer. Über 4 Wochen habe ich sie täglich, auch nachts am Arm. Und da kommen wir auch zu einem Punkt, willst du dir so einen Klopper nachts ummachen? Ich finde die Uhrengröße toll, wenn du, was das Display angeht und so, keine Frage, finde ich gut. Aber so eine riesen Uhr, die wiegt halt auch was. Und wenn du die nachts an den Kopf haust, ist nicht so der Hit. Und bei der Pixel Watch, die merkst du halt einfach nicht. Natürlich sagen viele, die ist zu klein, verstehe ich auch. Ich habe schon Spaghetti-Ärmchen und finde sie nicht besonders groß, habe mich damit aber arrangiert. Aber das ist, denke ich mal, ja auch definitiv Geschmackssache. Und darüber kann man halt nicht streiten, oder? Man mag die Uhr oder nicht. Also das habe ich schon des Öfteren so feststellen müssen, dass es wirklich Leute gibt, die sagen, die ist super, die ist schicki. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, never ever. Muss jeder selber wissen. Mir gefällt aber, wie gesagt, die Tropfenform, die verschiedenen Akzente, die Krone und die Armbänder, wo übrigens, just for info, auch die alten Armbänder der Vorgängervariante perfekt passt. Seid vorsichtig mit dem Lederarmband, da war ich überhaupt nicht begeistert, findet ihr im Video hier oben. Aber beim Lederarmband, da war ich überhaupt nicht zufrieden, das hat richtig geklappert, das hat mir nicht gefallen, das Original von Google. Fand ich jetzt nicht so geil. 32 GB Speicher haben wir in der Uhr. Wo ist jetzt der große Unterschied? Auch beim Speicher zu anderen Uhren, Huawei-Uhren, Xiaomi-Uhren und Co. Wobei, eine Xiaomi-Uhr hat mittlerweile auch Android-Wear, also für die gilt es nicht, aber für alle anderen Uhren, die natürlich nicht Android-Wear haben, der große Unterschied, den viele auch in meine Kommentare mal schreiben, die Akkulaufzeit ist halt so schlecht, meine Huawei-Uhr hält viel, viel länger. Dem möchte ich ganz kurz erklären, dass es hier signifikante Unterschiede gibt in der Software, in der Möglichkeit, die ich habe, mit der Uhr was zu machen. Und da ist der Speicher auch wieder wichtig, meine einer zum Beispiel, weil ich zum Beispiel Spotify oder YouTube Music die Musik direkt auf der Uhr speichern kann. Andere Uhren haben auch Speicher für MP3, aber Hand aufs Herz, wer von euch nutzt denn noch MP3? Mir wäre das definitiv zu umständlich. Hier kann ich die Titel-Playlist auswählen, die ich irgendwo mal am Smartphone erstellt habe und lade mir die quasi auch für offline auf die Uhr und kann joggen gehen, mit Musik hören und Co. Kein Problem. Mit MP3s ginge das auch natürlich, aber wer macht es noch? Also aus der Praxis, für die Praxis Spotify und YouTube Music, kein Problem. Genau, könnt ihr die Musik hier direkt auf die Uhr ziehen. Und das kann ich halt mit einer anderen Nicht-Android-Wear-Uhr machen. Natürlich zahle ich den Preis, wenn wir nachher zum Akku kommen, da an der Laufzeit. Das muss auch klar sein, wiederhole ich mich vielleicht, wer meine Videos kennt, aber ich finde, diesen Punkt muss man halt immer wieder ansprechen, weil es immer wieder unter meinen Videos kommt, dass da jemand schreibt, guck mal, ich kann das, oder beziehungsweise meine Akkulaufzeit ist so und so, aber letztendlich kann ich damit keine Haustür aufschließen, keine Musik hören offline und Co. Nur so zur Info, wenn jetzt hier Äpfel mit Birnen verglichen wird. Also ihr müsst schon eine Android Wear Uhr mit einer Android Wear Uhr vergleichen, sonst passt das einfach nicht. Das wollte ich nur mal ganz kurz klarstellen. Also 32 GB für Musik, für ja, Fotos kann ich theoretisch auch runterziehen, habe ich noch nicht wirklich gemacht.
Na, ihr wisst, was ich meine. Podcast und Co. kann ich mir hier draufziehen. Und da gebe ich immer den Tipp. Für 50 Euro on top bekommt ihr grundsätzlich diese Uhr auch mit LTE. 50 Euro ist auf der einen Seite, ja, ist nicht wenig Geld, aber auf der anderen Seite finde ich sehr, sehr hilfreich. Warum? Ich könnte zum Beispiel unterwegs, während ich joggen bin, höre quasi über Bluetooth, über meine kabellosen Kopfhörer Musik, über die Uhr, die natürlich auch GPS hat und die Strecke mitplottet, höre ich über Spotify meine Musik, stelle dann fest, oh Mann, jetzt würde ich gerne AC/DC hören. Kein Smartphone dabei, keine Internetverbindung, bäh, geht nicht. Wenn ich aber LTE auf der Uhr habe, und ein entsprechender Datentarif ist auch klar. Ich denke, das ist logisch. Dann kann ich einfach mal sagen, hey, spiel mal AC/DC und Attacke, los geht's. Das ist ein Punkt, der den Komfort angeht, den ich euch empfehlen würde. WhatsApp-Nachrichten könnt ihr zum Beispiel auch direkt, kommen wir gleich auch noch zu, über die Uhr auch Audio-Nachrichten wohlgemerkt, also WhatsApp-Nachrichten beantworten, auch wenn ihr gar kein Smartphone dabei habt. Ihr könnt eine Sprachnachricht empfangen, abhören über die Kopfhörer und auch direkt über die Uhr beantworten. Ich glaube, bei Apple ist das definitiv auch noch nicht der Fall. Also das geht ohne Probleme, wenn ihr natürlich unterwegs einen Datentarif habt oder das Smartphone in der Tasche. Das ist euch überlassen. Und der letzte und finde ich auch wichtiger Punkt ist der, wenn mal was sein sollte, ihr verunglückt, was mich keinem wünschen würde und Co., ihr könnt jederzeit, auch ohne dass hier ein Datentarif drauf ist, mit der LTE-Variante einen Notruf absetzen, ohne dass ihr ein Smartphone dabei habt. Smartphone kaputt, keine Ahnung, mit euch ist irgendwas, dann könnt ihr die Uhr nehmen und einen Notruf absetzen. Und ich finde, dieses Backup immer in der Hosentasche zu haben, wenn mal irgendwas ist oder jemand klaut euch auf der Straße überfallen und ihr rennt weg mit eurem Smartphone, dann ruft ihr die Cops über die Uhr. Wie gesagt, ich wünsche es niemandem, aber diese Option in der Tasche oder am Arm zu haben für 50 Euro on top, das gebe ich euch auf den Weg, würde ich immer überlegen und anstreben, dass ich dann eventuell doch vielleicht eine LTE nehme für den Fall, dass ich sie brauche. Früher war es immer so, auch dass LTE-Varianten immer viel mehr Strom gebraucht haben, ist hier definitiv nicht der Fall. Die Uhr nimmt nämlich nur LTE oder die Datenverbindung, die mobile, ne? Wenn ihr weder Bluetooth, also Verbindung zum Smartphone habt, oder WLAN, weil die Uhr hat natürlich auch WLAN, ihr könnt euch also im Haus frei bewegen, auch mal aus der Praxis, für die Praxis, bekommt eine WhatsApp-Nachricht, seid außerhalb der Bluetooth-Reichweite und könnt trotzdem über WLAN mit der Uhr antworten und agieren. Auch ein Top-Punkt, natürlich mit LTE viel, viel besser, wenn das jederzeit geht. Okay, also LTE-Variante lege ich euch definitiv ans Herz. Was hat sich gegenüber der Vorgängervariante noch verbessert? Oder getan, sagen wir es mal so, weil es hat sich auch ein bisschen was verschlechtert. Wir haben einen neuen Prozessor in der Uhr, Qualcomm Wear 5100 Prozessor. Der sorgt dafür, dass auch die Akkulaufzeit wesentlich besser wird. Ein wichtiger Punkt bei der Smartwatch, kommen wir gleich noch zu. Und wir haben einen zweiten Prozessor, einen Cortex M33 Prozessor, irgendwelche Fremdwörter, der halt in Kooperation mit dem Hauptprozessor dafür sorgt, dass die Uhr ziemlich wenig Strom benötigt. Strom benötigt, okay, eigentlich kommt es mal später. Akkulaufzeit, die ist natürlich je nach Nutzung ganz, ganz unterschiedlich. Wenn ihr die Uhr nur über LTE online habt, dann ist die Uhr natürlich schnell platt. Ansonsten, wenn ihr über Bluetooth, WLAN und ab und zu mal LTE habt, kommt ihr locker 24, also ich kriege die fast nicht leer, auch wenn ich darüber Musik höre und Co. Auch wandern mehrere Stunden im Urlaub, gar kein Thema. Ich bekomme die Uhr eigentlich nicht platt. Ich sage mal, wenn ich mich richtig anstelle, dann habe ich abends noch 30% inklusive Schlaftracking über die Nacht. Ich dusche zum Beispiel, das ist natürlich, muss jeder selber wissen, abends. Ich lade dann die Uhr auf, mache Schlaftracking, also quasi vom Duschen bis zum nächsten Tag duschen, hält sie bei mir immer locker durch und es reicht auch wirklich aus, in der Zeit die Uhr für mich aufzuladen. Also da gibt es keine Probleme. War bei der Vorgängervariante natürlich ein ganz anderer. Man kann natürlich, jetzt werden viele sagen, nur einen Tag und so. Ja, ich kann das Always-On-Display, also dieses Display, was ihr hier immer seht, ist auch mein Geschmack. Für mich muss hier eine Uhrzeit drauf sein, weil eine Uhr ist natürlich auch so ein bisschen Modeaccessoire. Sieht jeder anders, wer das nicht braucht, kann natürlich dieses Display ausschalten, wenn es nicht gebraucht wird und spart Strom. Dann hält die Uhr natürlich noch länger. Umso besser, Glückwunsch. Und wir wieder bei dem Punkt sind, andere Uhren, Huawei-Uhren, Xiaomi-Uhren oder sowas, die halten wesentlich länger, aber die haben natürlich die Funktion mit dem Musikhören zum Beispiel nicht und was wir auch noch gleich noch ansprechen werden, was es halt noch so für Funktionen gibt. Also bitte da mit der Akkulaufzeit nicht vergleichen. Also 24 Stunden sind bei mir gut drin. Am Anfang braucht die Uhr ein bisschen, ne, um sich einzupendeln. Also nicht nach gleich am ersten Tag hier auf die Uhr schimpfen. Gebt der Uhr ein paar Tage, sie
pendelt sich dann quasi, was den Akku angeht, ein und dann kommt man gut über den Tag. Wir haben gestern Abend geduscht und wir haben jetzt noch 44% und ich habe auch schon hier ein bisschen rumgedaddelt mit euch zusammen. Ich denke, das ist völlig human, 44% und die geht eigentlich um diese Uhrzeit, gehe ich duschen. Sie würde normalerweise jetzt schon wieder ans Ladegerät gehen und nachher meinen Schlaf tracken und Co. Super. Schlaftracken, wenn wir da schon bei sind. Was ist jetzt neu gegenüber der anderen Uhr, was die Gesundheitsfunktion angeht? Wir haben hier neuere Sensoren, ich lasse jetzt einfach die Bezeichnung mal weg, aber die sorgen zum Beispiel dafür, dass die Pulserfassung, also der Puls beim Sport zum Beispiel, laut Hersteller Google 40% genauer sein soll. Kann ich schlecht überprüfen, aber nur zur Erklärung, beim Sport wackelt natürlich die Uhr immer so hin und her und das ist natürlich schwierig für die Uhr, die Adern, die Arterie oder ähnliches zu erkennen und dort zu messen. Ne? Also das soll jetzt 40% besser sein. Mhm. Hauttemperatursensor haben wir, dass wir zum Beispiel unseren Zyklus bei den Damen feststellen können. Und was wir auch noch haben, das ist neu, die Stressmessung bieten andere Uhren auch, ja, aber hier wohl neu bestimmtes Erkennen von Stressschweiß, sage ich jetzt mal, der wohl anders von der Zusammensetzung sein soll. Das heißt also, sie misst nicht nur die Temperatur und den Puls und stellt fest, hey, er ist jetzt gerade gestresst. Nee, das wird anhand der Hauttemperatur in Verbindung mit dem Schweiß wohl festgestellt. Die neue Stresserkennung funktioniert erstaunlich gut. Also sie trifft dann auch wirklich zu. Du merkst also, du hast gerade hier Stress, bist zu spät, willst auf der Arbeit oder so. Und dann bekommt ihr eine Information, dass ihr gestresst seid. Aber das finde ich ganz gut später. Ich sag mal so eine halbe Stunde bis Stunde später bekommt ihr die Information, dass ihr vor einer Stunde gestresst wart. Weil, ich nehme mal an, damit ihr nicht noch mehr gestresst werdet, dass ihr diese Information bekommt. Hey, du hast es eilig, hey. Hey, du bist gestresst, ist nicht unbedingt hilfreich. Also ich denke mal, wenn der Puls dann ein bisschen runterkommt, ne, ihr runterkommt, dass dann die Uhr euch informiert, was war denn da los? Dann kann ich auswählen, ob ich zum Beispiel traurig, euphorisch oder ähnliches war. Und dann wird das entsprechend natürlich in der App mitgeplottet. In der Fitbit-App, also diese App ist inkludiert. Es ist so ein bisschen fader Beigeschmack gerade dabei, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich ähnlich wie bei Samsung, manche Funktionen einfach nicht nutzen kann, wenn ich diese App nicht nutze. Ich habe natürlich Google Fit, könnt ihr ohne Probleme weiter nutzen, aber einige Funktionen habe ich halt nur mit der entsprechenden Fitbit-Uhr in Verbindung mit einem Abo. Manchmal verschwimmt das auch so ein bisschen. Du kannst einige Funktionen nutzen, andere halt wieder nicht und das finde ich ein bisschen ärgerlich, dass ich hier immer diesen Zwang habe. Ich glaube, 79€ seid ihr dabei, also 80€ im Jahr, glaube ich. Also wenn ich viel Sport treibe, was ich gern mehr machen würde, dann würde ich das Ganze verstehen, wenn ich also stark am Trainieren bin und abnehme, da gibt es ja verschiedene Coachings und sowas. Ja, dann macht das Geld auf jeden Fall Sinn, aber wenn ich nur meinen Schlaf tracken will, ein bisschen EKG und Blutdruck oder sowas, finde ich das ein bisschen viel an Geld. Wir haben auch ein Monatsabo, was möglich ist, was dann aber noch ein Tick natürlich teurer ist im Monat. Das geht auch, aber so ein gewisser Zwang zu diesem Fitbit-Abo besteht leider schon, weil du halt, wie gesagt, einige Funktionen nicht hast, die du gerne haben wollen würdest oder die Auswertung nicht so präzise ist. Und dann haben sie dich doch wieder. Und das finde ich so ein bisschen schade. Google Fit baut halt ein bisschen ab, finde ich. Da sind nicht mehr so viele Sachen drin. Klar, Sportarten und Tracken und so, das könnt ihr damit alles vollumfänglich machen. Aber so, wenn es ums EKG oder sowas geht, dann braucht ihr wieder die Fitbit-App. Oder eventuell eine Drittanbieter-App, wenn ihr da was habt, gerne in die Kommentare. Aber das finde ich momentan so ein bisschen schade, dass es immer so diesen Zwang gibt. Ne? Auch bei Samsung gibt es ja Ähnliches. Blutdruckmessen, super, wird toll beworben. Aber wenn du es machen willst, musst du ein Samsung-Gerät haben. Gut, anderes Thema. Wir sprechen heute von der Google Watch, Pixel Watch 2. Wie schon angesprochen, ist die Uhr ja nicht mehr aus Edelstahl, sondern jetzt aus Aluminium. Das ist übrigens recyceltes Aluminium. Ist es 100%? Yep. Vollständig recyceltes Aluminium und dadurch ist die Uhr auch ein Tick leichter. Sie ist tatsächlich noch leichter wie der Vorgänger bei selber Größe, bei besserer Akkulaufzeit. Wow. Warum? Kommen wir gleich bei den Negativpunkten leider auch noch zu. Wir haben eine automatische Betätigungserkennung. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel in der Mittagspause einen kleinen Spaziergang mache, loslaufe und nichts an der Uhr mache, sagt mir die Uhr irgendwann, hey, machst du gerade einen Spaziergang? Dann sagst du ja und dann wird das mitgeplottet. Das funktioniert auch erstaunlich gut. Konnte ich in meinem Urlaub sehr viel testen. Hat immer gut funktioniert. Dann wird der Weg mitgetrackt und Co. Das funktioniert wirklich spitze. Aber auch wieder sehr gut mit der Fitbit-App zusammen. Wirklich spitze. Was da auch sehr spitze ist, aber leider in Deutschland noch nicht verfügbar, finde ich sehr, sehr schade,
sind zum einen die Unfallerkennung, das heißt, wenn ich einen Unfall habe mit der Uhr und das erkannt wird, dass Notruf abgesetzt werden kann oder bestimmte Personen von mir informiert werden können aus meinem Familienkreis, natürlich du auf jeden Fall. Und wenn ihr zum Beispiel wandern geht, dann könnt ihr in der Uhr sagen, ich bin jetzt 3 Stunden wandern und wenn ich mich nicht melde regelmäßig, das tut ihr über die Uhr fragt danach, geht es dir gut, du musst das bestätigen. Wenn ihr das nicht macht, dann gibt es eine Info an die besagte Kontaktperson, inklusive des genauen Ortes, wo ihr zuletzt gewesen seid oder wo ihr gerade seid. Akku hatten wir schon angesprochen, auch der ist natürlich gegenüber der Pixel 1 enorm verbessert worden, was die Akkulaufzeit geht. Was aber beim Akku beziehungsweise mit dem Laden des Akkus nicht geht, ist definitiv das Ladegerät, was mit der Uhr zu euch kommt. Ich weiß nicht, was Google da geritten hat. Sieht genau gleich aus. Wer eine Pixel Watch 1 hat, der wird sagen, was hat er denn jetzt hier? Happy, lappy, aber happy? Nee, der Ladeadapter, wie soll ich sagen, der hat Kontakte. Wir haben 2023 und der Ladeadapter hat Kontakte. Google, what's up with you? Gut. Theorie meinerseits. Ich weiß nicht, ob das hundertprozentig stimmt. Deswegen alles bitte mit Gänsefüßchen genießen jetzt. Ich gehe davon aus, weil die andere Uhr war ja kontaktlos ladbar, dass natürlich diese Induktionsschleife zum kontaktlosen Laden einfach zu viel Platz gebraucht hat. Man den Akku hier etwas dicker machen konnte, weil einfach diese Schleife nicht da ist. Wie gesagt, ist meine Theorie. Dadurch musste man das irgendwie anders lösen. Der Programmierer wird schreien, juhu, weil wir natürlich auch über diese Ladeadapter auch theoretisch auf die Software der Uhr zugreifen können. Finde ich aber als Nutzer völlig für mich sinnlos. Ich hätte mir lieber so eine Induktionsschleife Ladegedöns gewünscht, weil man mit manchen, nicht mit allen, keine Frage, aber auch manchen QI oder Qi-Ladegeräten, also diesen kontaktlosen Ladegeräten, die Pixel Watch 1 laden konnte. Das heißt, im Tesla konnte ich die zum Beispiel in die Armatur legen und da wurde die aufgeladen. Habe ich hier, geht nicht mehr. Gut, im Umkehrschluss, die Uhr hält natürlich auch sehr lange. Also spätestens, wenn ich mein Smartphone laden muss, muss ich auch die Uhr laden. Also von daher, okay. Aber es grenzt mich halt schon ein bisschen an und ich finde dieses Kontakte, sie passt auch, oder der Adapter passt natürlich nur so, wie er soll. Das heißt, es ist nicht völlig egal, wie er den anmacht. Ne? Wichtig, er springt dann immer hin und her und will nicht und passt dann nur, wie er richtig hin muss, wie er richtig sein soll. Aber ist nicht einfach so dran machen, ne? So sagst deinem 5-jährigen Sohn, mach mal bitte ran, das klappt, ne? Aber hier ist es ein bisschen schwieriger, weil, wie gesagt, ne? Muss so rum, wie es muss. Muss so rum, wie es muss. Das ist in meinen Augen ein echter Rückschritt. Schade. Aber man muss ja auch irgendwas zu meckern haben, oder? Dass die Armbänder der Vorgängervariante passen, habe ich schon erwähnt. Ja, und das sind so die Punkte, die sich unterscheiden. Wenn ich mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen müsste, würde ich fast sagen, dass der Lautsprecher hier ein bisschen schlechter ist als bei der Variante 1. Also ich Töne, kein Problem, sind kristallklar und schön. Aber wenn ich so Sprachausgaben habe, und die habe ich ja öfter, weil ich natürlich hier den Google-Assistent an Bord habe und der mit mir spricht und das klingt, wie nennt man das, kratzig, nicht schön. Wie wird das Wetter morgen? Morgen wird es in Celle schneien bei Temperaturen zwischen minus 5 und 1 Grad. Grausig, oder? Also Lautsprecher nicht so schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da könnte man was machen. Vielleicht ist er auch kleiner geworden. Ich kann es nicht sagen. Ich würde wirklich unterschreiben oder behaupten, dass er etwas schlechter ist als der Pixel Watch 1. Könnte aber auch sein, dass ich hier einfach nur ein Montagsmodell habe. Aber der Lautsprecher ist nicht so nice, was Sprache oder so angeht. Natürlich könnt ihr drüber telefonieren, über LTE sowieso, ne, ist klar. Aber lange machst du das nicht. Aber es ist mal cool, Hände voll hast oder in einem Auto sitzt, wo du keine Freisprecheinrichtung hast oder sowas, mal hier Gespräch annehmen. Ist wirklich gut, aber wie gesagt, der Sound ist nichts für länger, definitiv. Oder Musik drüber hören, vergiss es. Nee, das machst du nicht. Okay, kommen wir zur Bedienung der Uhr. Wie schon angesprochen, haben wir natürlich eine Krone und wir haben hier oben eine, die sieht man kaum, eine kleine Taste. Die kann ich zum Beispiel drücken und kommen dann automatisch aufgelistet die letzten Funktionen, die ich aufgerufen habe. Drücke ich diese Taste zweimal, komme ich automatisch in die letzte geöffnete App. Das war bei mir jetzt blöderweise Wetter, aber so kommt ihr dann automatisch wieder in die App, die ihr zuletzt genutzt habt. Finde ich eine richtig coole Geschichte. Drücke ich einmal die Krone, dann kann ich jetzt hier die verschiedenen Funktionen durchscrollen. Und ihr seht, das ist wirklich super gemacht. Je schneller ich das Rad drehe, umso schneller bewegen sich auch hier die Icons. Kann ich natürlich auch über den Touchscreen machen. Das ist natürlich jetzt auch kein Problem. Wir öffnen jetzt einfach mal die YouTube Music. Zack. Hier haben wir zum Beispiel die Downloads. Ich nutze momentan Tidal sehr und deswegen habe ich jetzt nicht wirklich was runtergeladen. Jetzt haben wir hier verschiedene Playlisten und hier seht ihr zum Beispiel auch Musik, die ich mag.
Und jetzt könnt ihr zum Beispiel Zufallsgenerator wählen und dann wird einfach einer dieser Tracks abgespielt, einem Kopfhörer meiner Wahl, die ich hier einmal auswählen soll. Und dann kann ich die direkt kabellos über die Uhr halt anspielen. Das ist eine coole Geschichte. Ich kann ja auch den Musiktrack liken, ich kann die Lautstärke verändern. Also da habt ihr alles, was ihr braucht. Und ihr habt das auch gesehen, hier kann ich mit dem Pfeil die Dateien meiner Playlists, also meiner Lieblingssongs, direkt auf die Uhr runterladen und offline auch hören. Und wie angesprochen, kann ich natürlich auch über LTE jederzeit mir eine Playlist runterziehen. Dann habe ich hier Benachrichtigungen, wenn ich von oben nach unten wische oder von unten nach oben so rum. Die sind auch nicht so gekürzt wie bei vielen, vielen anderen. Die E-Mail ist natürlich jetzt hier sehr, sehr kurz. Es handelt sich hier tatsächlich um eine E-Mail vom Alexander, der bei YouTube hier eine Frage gehabt hatte. Trotzdem, schönen ersten Advent. Ja, wünsche ich dir auch. Jetzt bist du auch in meinem Video. Und das ist jetzt hier die komplette E-Mail mit dem Betreff und natürlich auch dem kompletten Text. Jetzt kann ich beigehen und das Ganze archivieren, seht ihr hier auf der Smartwatch öffnen. Aber ich kann das auch jetzt direkt beantworten. Ich habe jetzt die Möglichkeit, einmal über Text, hier über die Tastatur, ich kann auch rüber swipen und da wird das geschrieben. Oder ich habe hier ein Mikrofon, und dann wird der Text, den ich rede, in Schrift umgewandelt. Und dann könnte ich das jetzt losschicken, wenn ich hier auf den Pfeil gehe. Und dann habe ich einfach eine E-Mail beantwortet. Und das geht mit WhatsApp, das geht mit allen möglichen anderen Messengern, Teams, was auch immer ihr da so gerade nutzt. Dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, verschiedene Smileys einfach nur zu schicken, wenn ich keinen Bock habe. Das ist sehr, sehr einfach. Oder halt die auch direkt in die Textnachrichten kann ich halt auch noch mal reingehen. Das ist jetzt, wie gesagt, auch mit anderen Messengern definitiv möglich. Und sie werden nicht so abgeschnitten wie bei vielen anderen Uhren, wo ihr oben nur den Betreff seht. Und das war's dann. Hier habe ich je nach Länge, irgendwann wird das auch abgeschnitten. Das ist auch ohne Frage. Aber die E-Mails sind zum Beispiel sehr, sehr lang. Jetzt werden natürlich viele fragen, hey, wie sieht es denn mit WhatsApp aus? Das ist natürlich der wichtigste Punkt, denke ich mal, für alle, wenn es hier um Nachrichten geht. Ich zeige euch das einmal. Ich drücke zweimal hier oben auf die besagte Taste. Da komme ich direkt mal. Ich habe einfach mal ein WhatsApp aufgemacht, wo jetzt zum Beispiel ein Bild drin ist. Ne? Wir haben jetzt ein Bild und ich gehe jetzt mal weiter runter. Und hier haben wir zum Beispiel auch eine Sprachnachricht. Ein großer Du für Umgang und für kleine Sachen reicht das doch vollkommen aus, oder? Und ihr könnt halt, wie gesagt, direkt jetzt hier drauf antworten. Und diese Chats sind komplett, also da ist nichts abgeschnitten, abgekürzt, wie auch immer. Es ist der komplette Chatverlauf. Hier ist alles drin, der ganze komplette Chatverlauf mit allen Bildern und Co. Videos funktionieren noch nicht, definitiv. Aber Sprachnachrichten abhören, verschicken, kein Problem. Und wie gesagt, die kompletten Chats, die ihr da habt, könnt ihr hier runterladen und halt natürlich auch per Sprachnachricht komplett beantworten. Das ist kein Problem bei der Pixel Watch 2. Ja, dann Ziffernblätter habe ich eben schon mal geändert. Seht ihr hier, habe ich einfach durchgedrückt halten, kann ich hier einfach mal eben schnell ändern. Ja, hier ist eins, was jetzt ziemlich überladen ist, wie ich finde. Ja, und hier habt ihr dann beim Stift noch verschiedene Möglichkeiten, die Icons anzupassen und Co. Was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, dass ich mir das selbst gestalten kann. Ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt nach links wische, habe ich jetzt meine Haustür, die ich jetzt entsprechend öffnen kann. Und wenn ich jetzt mal wieder ins Menü zurückgehe oder in den Stapelschirm und nach rechts wische, dann habe ich hier mein Auto. Das kann ich jetzt vorheizen, Tür öffnen, was auch immer. Ich habe halt diese Reihenfolge. Das heißt, nach da ist meine Haustür, nach rechts ist mein Auto. Also die beiden Anwendungen, die ich am meisten benutze, sind jeweils rechts und links. Wenn ich jetzt aber weiter wische, dann habe ich hier noch mehr Widgets. Ne? Mein Schlaf kann ich hier mir genauer auswerten. Ne? Wie lange habe ich geschlafen, wie habe ich geschlafen. Das geht natürlich über das Smartphone wesentlich schicker. Aber ja, ich kann hier definitiv einfach mal reingucken und meine Werte kontrollieren. Das geht ganz gut. Und ja, das ist hier alles Fitbit. Also ihr seht, das ist super übersichtlich, gut gemacht, keine Frage. Aber ob das euch das wert ist, mit den 80 Euro, das müsst ihr halt selber entscheiden. So, dann auch ein wichtiger Punkt, die Uhr trackt immer euren Puls mit. Ne? Das wird nicht jetzt gerade angezeigt, weil ich dieses Menü aufrufe. Nee, der Puls wird immer mitgetrackt bei der Uhr. Also 24/7 immer. Sauerstoffgehalt, denke ich mal, ist auch klar. Der Bereich der Hauttemperatur beim letzten Schlaf war auch okay. Also dann geht das auch noch mit Verbindung mit dem Smartphone, wohl auch eine Schnarchkontrolle, das gibt es auch. Kalender, wie angesprochen, über das Widget wird mir direkt angezeigt, ne, wenn ein Termin ansteht in einer bestimmten Uhrzeit, finde ich richtig, richtig gut. Und ich habe hier den kompletten Google-Kalender drin, wie ihr seht, mit Icons, mit der Restmülltonne, die so wichtig ist und verschiedenste Termine, wo ihr dann auch direkt reingehen könnt und alles seht, wie halt quasi auch auf dem Smartphone, aber ihr könnt auch jederzeit auf das Smartphone springen und euch die Ansicht, die ihr hier auf der Uhr habt, dann auf dem Smartphone weiter angucken. Oh, wir haben sogar eine Warnung.
Das ist glatte Gefahr, okay. Ja, dann habe ich hier auch komplettes Google Maps auf der Uhr. Ne? Das waren eben die zwei Punkte, wo ich arbeite und mein Zuhause. Und ich kann mir jetzt irgendwie Aldi. Und jetzt bekomme ich hier den nächsten Aldi angezeigt, der leider schon geschlossen hat. Aber ich könnte jetzt draufklicken und mich direkt dahin navigieren lassen, beziehungsweise frage dann natürlich, wie bist du denn unterwegs? Mit dem Auto, zu Fuß und hin und her. Ich kann mir die Karte direkt angucken. Ich kann in dieser Karte auch hin und her zoomen. Ich kann auch direkt anrufen. Wow, Aldi hat eine 0800er Nummer. Kostenlos anrufen, sehr geil. Also komplettes Maps habt ihr hier drauf. Und wie gesagt, ich kann mich dann hier auch komplett auf der Karte bewegen, wie ihr hier seht. Ich kann auch reinzoomen über das Rädchen. Und sehe jetzt hier alle Aldi-Filialen hier in meinem Umkreis. Cool, oder? Ja, und das sind die Widget-Funktionen, die Reihenfolge, welches Widget wo ist. Das könnt ihr alles, das ist ja Timer, ne, 30 Minuten, das könnt ihr alles direkt anpassen, wie ihr das möchtet. Von oben nach unten wischen, dann habt ihr hier die verschiedensten Einstellungen. Ich habe zum Beispiel auch das auch mal wieder eine tolle Funktion. Telefon, ich weiß nicht, wo es ist. Irgendwo liegt es im Haus, ich drücke hier drauf. Und auch wenn das Telefon lautlos ist, Telefon gefunden. Ist eine super Funktion, wie gesagt, wenn ihr es mal eilig habt. Ihr werdet es zu schätzen wissen, wenn das der Fall ist. Und ich habe hier zum Beispiel auch, bitte nicht stören, wenn ich im Meeting bin oder ähnliches, kombiniert dann auch mit dem Smartphone. Das heißt, wenn ich die Uhr sage, bitte nicht stören, könnt ihr es so einstellen, dass zum Beispiel auch das Smartphone dann auf bitte nicht stören ist, dass ihr da ja nicht gestört werdet. Guter Deutsch. Schreibe Angela Thomas eine WhatsApp-Nachricht, ich komme 10 Minuten später. Möchtest du die Nachricht senden? Ja. Cool, wa? Ich sende deine Nachricht. Ich habe jetzt in wenigen Sekunden eine WhatsApp-Nachricht verschickt, habe die Uhr theoretisch nicht angucken und auch nicht anfassen müssen. Einfach über die Sprache, hey Google, habe ich die WhatsApp-Nachricht an meine Frau verschickt. Und wir können hier oben, habt ihr das, kontaktlos mit der Uhr natürlich auch bezahlen. Da höre ich öfter, das ist ja auch unsicher, Simon und Co., wenn das passiert und hin und her, dann kann man ja deine Uhr klauen und mit einkaufen gehen. Aus der Praxis, für die Praxis, wir sind ja hier praktische Reviews gewohnt bei mir. Seht ihr was? Hier unten ist ein Schloss gewesen. Habt ihr das eben schon gesehen? Also ich brauche nur die Uhr entfernen von meiner Hand, binnen weniger, ja ich weiß gar nicht, ob das Sekunden sind, sperrt sich die Uhr. Und muss dann über eine PIN entsperrt werden. Das heißt, wenn mir jemand die Uhr klaut, kann er tun, aber kann er definitiv nicht mit einkaufen gehen. Innerhalb von einer Sekunde und dann ist die Uhr einfach gesperrt. Zack. Und jetzt ist er auch wieder da. Also kontaktloses Bezahlen, macht euch da keine Gedanken. Einfach die Uhr auslesen im Vorbeigehen oder so. Das funktioniert nicht. Also ihr müsst das schon starten entsprechend. Und wie gesagt, die Uhr muss sich an eurem Handgelenk befinden, sonst geht es nicht. Viele beklagen halt, dass es hier so ein Rand... Genau. Viele meinen ja oder beklagen, dass die Pixel Watch so einen großen Rahmen hätte. Der ist natürlich hier außenrum. Aber dadurch, dass das Display so extrem gute Schwarzwerte hat, also richtig knackig schwarz ist, sehe ich definitiv null Übergang. Selbst bei Sonnenlicht seht ihr das nicht, wo das Display anfängt oder aufhört. Mich persönlich hat es nie wirklich gestört. Das ist wirklich gut und übersichtlich, also ich finde das nicht unbedingt störend, dass hier angeblich das oder der Displayrahmen so extrem groß ist. Die Uhr ist schön flach, ist schön klein und wirklich durchdacht. Kommen wir nochmal ganz kurz zur App. Die ist natürlich auch sehr übersichtlich, nennt sich Watch. Ich kann auch die Ziffernblätter hier etwas dezenter oder besser halt anpassen als auf der Uhr. Es ist alles ein bisschen übersichtlicher. Ich habe hier ein Design, was mir gefällt und dann kann ich hier die verschiedenen Farben und Designs wählen. Und das geht natürlich auch wesentlich schneller, als wenn ich das Ganze jetzt über die Smartwatch mache. Und dann kann ich mit einem Klick das Uhrendesign einmal auf die Uhr schieben und zack, da ist es jetzt auch schon. Also auch, denke ich mal, hier ganz einfache Funktion und ganz easy peasy, easy peasy. Ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr euch die Uhr anschafft oder generell, wenn ihr eine Android Wear Uhr habt, ist der Punkt, dass viele Apps sich einfach nicht aktualisieren. Es gibt Updates bei den Apps, aber die Uhr macht die nicht automatisch. Ich weiß, es ist angeklickt, aber funktioniert leider nicht. Daher jetzt hier mein Tipp für alle, die eine Android Wear Uhr nutzen. Guckt da, ich weiß nicht, einmal die Woche vielleicht rein. Und zwar habt ihr einen Play Store auf der Uhr. Der ist halt speziell für die Apps der Uhr. Sieht aber auch genauso aus vom Icon und heißt auch genauso wie bei eurem Smartphone Play Store. Einmal draufgehen und damit es ganz schnell geht, auf dem vorletzten Punkt Apps verwalten gehen.
Und hier haben wir ganz oft Updates. Ich habe das leider vorhin schon einmal gemacht. Ihr seht, aktuell 28, die habe ich vorhin aktualisiert. Da ist es ganz, ganz oft, dass ihr hier Updates habt. Dann steht hier alle aktualisieren, da einmal draufklicken. Dann habt ihr die Apps mit der neuesten Softwareversion und den neuesten Möglichkeiten. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das war die Bedienung der Uhr. Ich finde es jetzt aber auch an der Zeit, nochmal aufzuführen, was mir in der Uhr definitiv nicht gefällt, weil ich finde, auch das gehört definitiv in eine Review, damit ihr Bescheid wisst, was euch erwartet. Gehäuse aus Aluminium. Luxusproblem in meinen Augen. Ich habe keine Probleme mit. Solltet ihr aber wissen, dass die Uhr eventuell unter Hardcore-Bedingungen eventuell nicht so stabil ist wie die Vorgängervariante. Ich kann da nichts zu sagen, wie schon erklärt. Dann Ladeadapter, eben schon angesprochen, finde ich nicht so nice. Und der Punkt, dass ich seit über 4 Wochen es nicht schaffe, meine SIM-Karte, meine eSIM auf der Uhr, auf der LTE-Variante, die ich ja so hoch lobe, nicht installiert bekomme. Kurz erklärt, wer jetzt sagt, bist du unfähig oder was auch immer. Ich hatte natürlich die Pixel Watch 1 mit dem Pixel 7 Pro, jetzt habe ich das Pixel 8 Pro. Und die Uhr hatte ich auch schon mit der Pixel 7 Pro-Variante. Da war dasselbe Problem. eSIM konnte ich nicht einrichten. Pixel 8 Pro, also ein ganz anderes Gerät. Selbes Spiel, selbes Problem. Kriege ich nicht eingerichtet. Ich habe 2 SIM-Karten auf dem Telefon. Bei der einen SIM-Karte kann ich es einrichten, bei der anderen nicht. Das Problem ist, es ist die eine Variante, die ich gerne einrichten würde, die nicht funktioniert. Ich habe da ein Loop des Todes, sage ich so schön. Ich klicke also an, SIM-Karte einrichten. Es passiert nichts, ich komme ins Menü davor, SIM-Karte einrichten, komme wieder ins Menü davor. Wähle ich die andere SIM-Karte an, die ich eigentlich nicht einrichten möchte, fragt mich das System, möchtest du die runterladen, möchtest du einen QR-Code scannen? Und genau dieses QR-Code-Scan würde ich gerne mit der anderen SIM-Karte machen, geht aber nicht. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich bin im Austausch mit O2 und auch mit meinem Anbieter 1&1. 1&1 ist ja Telefonica, nur für die Information für euch. Wer sagt, er kann mir da vielleicht helfen. Da scheint es wohl irgendwie Probleme zu geben, ist meine Vermutung. Es muss ja irgendwie in der Pixel Watch und an dem O2-Netzen liegen, weil, wie gesagt, bei der anderen SIM-Karte, die nicht im Telefonica-Netz ist, keine Probleme auftauchen. Da bin ich noch in der Findungsphase, ärgert mich aber, dass ich hier wochenlang es leider nicht hinbekomme, die SIM-Karte zu installieren, wie bei der ersten Variante, wo ich es ja auch ohne Probleme geschafft habe. Also den genauen Fehler weiß ich noch nicht, aber es ist natürlich für mich ein ärgerlicher Fehler, weil ich ein Feature bezahlt habe, 50 Euro mehr, ihr wisst Bescheid, aber es nicht nutzen kann, also nicht vernünftig nutzen kann. Ich weiß ehrlich gesagt noch wirklich nicht, woran es liegt. Wir sind im Austausch. Wenn ich eine Information habe, schreibe ich es euch gerne auch unten ins Feld hinein. Momentan kriege ich aber Telefonica O2-Karte nicht installiert. Ob es jetzt wirklich auch nur an Telefonica-Karte liegt, weiß ich nicht. Aber die Vermutung meinerseits, gucken, was mal rauskommt, wenn ich es weiß, unten ins Kommentarfeld bzw. unten in die Videobeschreibung werde ich es einmal reintickern, wenn ich weiß, woran es gelegen hat. Ich hoffe, nicht an mir. Einige Funktionen, wie angesprochen, gibt es nicht in Deutschland. Unfallfunktion und Co. angesprochen, geht noch nicht. Wann geht's? Keine Ahnung. Fitbit-Abo. Ein paar Sachen, die ich gut finde, kosten mich 79 Euro im Jahr. Finde ich nicht so nice. Sag ich so. Kann ich viele Sachen abfangen mit Google Fit und mit anderen Geschichten, aber vollumfängliche Nutzung leider nur mit diesem Abo möglich. Ist gut gemacht, die App ist übersichtlich, keine Frage. Sportarten. Gibt es eigentlich alles. Tanzen, da gibt es, ich glaube, sogar Dart spielen. Also, da gibt es alles. Lautsprecher der Watch, irgendwie, nee, nicht das Gelbe vom Ei. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, Ladeschale mit Kontakten, nicht so geil. Ansonsten eine Uhr, die mich absolut zufriedenstellt. Seitens der Software, Bedienung, Experience, die rennt, die ist schnell, die ist super, da gibt es nichts. Also, ich liebe sie und meine Samsung-Uhr ist seit Tag 1 in der Schublade gelandet und nicht mehr rausgeholt worden. Ich musste die erstmal eben schnell mal wieder aufladen, weil der Akku war völlig down. Das ist meine Empfindung. Ich finde die Uhr hübsch. Wer sie nicht hübsch findet, ist so. Wer sie zu klein findet, ist so. Ich kann nicht für jeden sprechen. Ich mag sie. Punkto Armband zu klein. Ne? Nur auch zur Info, sind 2 unterschiedliche Längen bei. Das ist die lange Variante und ich glaube, guckt mal hier, da hätte ich noch richtig Luft. Und es gibt noch eine Variante kleiner, aber dann bin ich beim ersten Loch und das ist so ein bisschen Mittelding technisch. Für mich ist es momentan die beste Smartwatch. In Anbetracht der Punkte, die ich euch genannt habe. I love it, ich liebe sie, einfach schick. Was haltet ihr von der Uhr? Was haltet ihr von meinem Video? Gerne in die Kommentare. Wer mir helfen kann bei der SIM-Karten-Problematik auch gerne. Und wer jetzt bis zum Ende dran geblieben ist, der soll auch nicht ganz, soll eine Möglichkeit bekommen, diese kleinen Kopfhörer hier von Google zu gewinnen. Da
Was sind die Pixel Buds? Stimmt gar nicht. Doch, Pixel Buds A, Series A, die sind natürlich original verpackt. Also ich werde euch sicherlich keine benutzten andrehen. Ihr habt bis zum Ende geschaut. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, lasst einen Kommentar unter diesem Video nur mit dem Hashtag FunThomas, damit ich auch weiß, dass ihr mitmachen wollt. Und inhaltlich ist es mir völlig Latex, was ihr da reinschreibt. Aber mit dem Hashtag habt ihr dann die Möglichkeit, diese Kopfhörer zu gewinnen. Anmeldeschluss, genau, Anmeldeschluss heißt, dass er so schön ist, sage ich mal, der 23.12., sage ich jetzt einfach mal kurz vor Weihnachten, damit ihr dann von mir ein kleines Geschenkchen bekommt. Wie gesagt, Kommentar, völlig egal, was ihr da reinschreibt, einfach nur Hashtag FunThomas und dann seid ihr mit im Lostopf und mit etwas Glück bekommt ihr die dann. Gut. Ja, und wer gewonnen hat, muss mir natürlich seine Anschrift mitteilen, sonst funktioniert das alles nicht. Wir sehen uns im nächsten Video, wir sehen uns bei der nächsten Smartwatch. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Schaut bald wieder rein, macht's gut. Ciao.